Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne. Ja, die letzte Folge hat sich doch ziemlich lang gezogen. Doch, jetzt geht es auch wieder weiter. Irgendwo platscht es wieder herum und wir sollen wieder der Sache auf den Grund gehen. Der Plätscherhügel. In seinem hintersten Winkel lebt das legendäre Pokémon Kyogre. Die Personifizierung des Meeres. Bist du dir sicher? Respekt. Ich muss schon sagen, dir schwappt man nicht so leicht die Umme. Ja, weil Kyogre hier, ich weiß ja nicht. Jetzt ist es nicht mehr weit zum Strand. Dieses Plätschern aus der Ferne. Was steckt wohl diesmal dahinter? Na klar, bei Regen steigt die Stärke von Wassertacken ja um 50%. Hinter dem Wasserwirbel steckt also vielleicht ein Pokémon, dessen Attacke durch den Regen verstärkt wurde. Das ist die hinterste Ecke des Gletscherhügels. Irgendwie habe ich eine böse Vorahnung. Oh nein. Wird uns ja rausgelockt. Wer weiß. Jetzt werden wir verdroschen. Ganz schlimm. Hallo. Yumi. Jetzt bist du also mir bisher hergefolgt. Die Prüfung beginnt. Dir ist schon klar, was du damit verbracht hast, oder? Richtig. Du hast das Tor des Captains passiert. Jetzt steht also auch eine Prüfung an. Und meine Prüfung besteht darin, den Herrscher der Meere zu besiegen. Du siehst den Wasserwirbel dort? Da versteckt sich der Herrscher. Wer weiß? Vielleicht sind die Lusardin von dort hin oder ihre Mitstreiter ja Fracher aus. Sieh dich vor. Bereits dann können und besiege den Herrscher. Ach ja. Und natürlich musst du zunächst diese Prüfung bestehen, um hier Pokémon fangen zu können. Also dann möge meine Prüfung beginnen. Steckt hinter dem großen Wasserwirbel etwa wieder ein Lusardin? Prost. Yumi, möchtest du meine Prüfung abbrechen und dich vom Neuen darauf vorbereiten? Nein. Besiege den Herrscher, der hier im Wasser so einen Wirbel macht, und beweise dich dadurch. Ich empfehle die Attacken von Typ Pflanze oder Elektro. Das sollte dir Vorteile bringen. Auch die Items X-Spezialverteidigung und Angriffsplus können sich als hilfreich erweisen. Na, aber ein Herrscher ist und bleibt ein Herrscher. Mhm. Du musst dich mit jedem Pokémon vorsehen. Wir werden sowas von sterben. Ist hier noch irgendwas besonders ohne Item? Ein Hypertrank. Ich habe Angst. Wenn man hier schon sowas bekommt. Okay, ja. Oh shit. So, Pokédomonsters. Was an der Spitze? Cäsar. Lassen wir mal an der Spitze den Cäsar. Ich würde immer gerne noch ein paar Tränkefeuer geben. Generell mal so ein paar Tränke verteilen. Zwei habe ich noch. Das reicht. Nein, das war. Ja, ein KP habe ich jetzt geheilt. Wow, super, toll. Ich bin ganz schön doof. Na gut, dann probieren wir das. Macht Spaß. Ja, wir kommen irgendwo sonst lang. Okay, dann auf dorthin. Donner und Blitz haben plötzlich eingesetzt. Lapras bekommt Angst. Oh shit. Oh, 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 oh. Lusardin, in Klammern Herrscher, greift an. Und er aktiviert seine Liebeskraft Z-Kraft. Oh shit. Los, tu was! Es fängt an zu regnen. Mir wurde oft geraten, X-Angriffsplus mitzunehmen. War das hier? Eine Sekunde, ich krame es schnell raus. Nein. Nein, nein. Ach hier. Angriffsplus. Ja, einsetzen. Los.
Überflutung. Was ist das? Was ist das? Okay, er hat das Typ Wasser und ruft mit Streiter. Okay. Ja, gut. Hallo, kleiner Lümmel. Du bist mir gerade ziemlich egal. So, Kampf. Ja. Durchbruch ist stark. Nee, halt. Mission Step berücksichtige, müsste Pflüger stärker sein. Okay. Oh, wir haben die Trutzibäre weggenommen. Das ist gut. Okay, Aquaknochen, damit kann ich leben. Wow, jetzt ist er einfach zur Seite drehen. Der ist ganz schön groß. Das ist nicht sehr effektiv. Was? Das ist Aquaknochen nicht sehr effektiv. Okay, ich mach einfach mal weiter. Wieso machst du rechte Hand auf den Kleinen? Das ist doch sehr sinnlos. Der Kleine würde auf dich rechte Hand machen. Egal. Wow, das war ein Volltreffer. Sehr gut. Ich glaube, das läuft sehr gut. Ich glaube, der ist generell nicht so stark. Kann das sein? Fischschwarm. What? Oh nein. Oh nein. Der Fischschwarm ist weg. Das tut mir schon fast ein bisschen leid. Ja, die rechte Hand bringt nicht sehr viel, meine Lieben. Ihr müsst auch was draus machen. Okay, auf jeden Fall hat es ein paar Erfahrungspunkte gegeben. Das war jetzt irgendwie einfacher als gedacht. Also, Furienschlag. Nee, behalt mal. Lass mal, behalt mal deine Attacken einfach. Gut. Oh, Machikek, 25. Mhm. Schwied. Ja, jetzt können wir mal Spaß durch Durchbruch machen. Auf Loser die nochmal. Die in ihre rechte Hand. Jetzt ist nicht mal jemand da gewesen, auf den das machen könnte. Ach ja, stimmt, der Wasserring gibt es ja auch noch. Ja. Nochmal, dann dürfte das vorbei sein. Nicht schon wieder rechte Hand. Hör auf damit, das ist sinnlos. Wow, das war jetzt um einiges einfacher, als ich dachte. Unglaublich. Ja, da freust du dich, hä? Kleiner Cäsar. Wir trocknen dich erstmal. Übrigens, ich habe jetzt herausgefunden, wie die Zuwendung funktioniert. Also wie ich die hochtreibe. Ich muss das Pokémon einfach mehrmals streicheln. Das dürfte ganz einfach sein. So. Ja. Für jedes Mal so streicheln. Jetzt gibt es halt eben wieder eine Melodie. Also beziehungsweise einen Punkt bei der Zuwendung dazu. Also das ist ganz einfach. Da freut sich das Pokémon auch sehr. Mhm. Noch einmal machen wir das. So am Köpfchen noch. Darauf stehst du. Oh, ja. Yeah. So. Kommt, das genügt fürs Erste. Okay, das sah ja erst bedrohlicher aus, als es dann war. Lapras muss keine Angst haben. Bravo, Yume! Bitte komm jetzt zu mir zurück. Okay, oh, mach ich. Also, ich bin wirklich hin und her gerissen. Einerseits bin ich traurig, weil meine mit großer Hingabe trainiertes Loser, die besiegt wurde. Andererseits möchte ich dir ganz herzlich zu deiner bestandenen Prüfung gratulieren, Yumi. Das war wirklich eine reife Leistung, Respekt. Ja, das hast du, das ist für dich. Wow. Prüfung. Prüfung, paar Standen. Yay. Und jetzt pass gut auf. So und nicht anders geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Wasser. Ah. Aber das ist noch nicht alles.
Du bekommst von mir eine... Wow, geil! Eine Angel. Nur echt. Mit einem Wasserzeichen. Cool. Yay! Lass mich das mal erklären. Möchtest du also ein Pokémon angeln? Brauchst du nur Felsen im Wasser zu untersuchen. Sobald der Schwimmer der Angel versunken ist, leistet das Pokémon heftig Widerstand. Wenn dann das Ausrufezeichen erscheint, musst du augenblicklich den A-Knopf drücken, um an der Leine zu ziehen. Wirst du das geangelte Pokémon fangen, bieten sich dafür Tauchbälle wie diese an. Wusstest du übrigens, dass ich sogar mal ein rotes Gyarados an Land gezogen habe? Wirklich? Ja, so war das. Oder auch nicht. Ernsthaft? Du bist bestimmt sehr erschöpft. Soll ich dich jetzt zum Pokémon-Sender auf Route 5 zurückbringen? Ja, bitte. Okay. Kehre mir erstmal zurück. Angeln können wir jederzeit. Ja, gut. Als nächstes steht dir Kiawes. Was? Doch, ja, Kiawes Prüfung bevor. Sie wird im Vela Vulkanpark, okay, abgehalten. Vela Vulkanpark. Na gut. Ah, und noch was. Hast du die Mogelbaum bei der Ohana Farm gesehen? Die kleinen Racker waren umgezogen. Also habe ich meinen Aquium Z ausgepackt und ihnen eine Kostprobe meiner Z-Kraft gegeben. Danach haben sie sofort das Weite gesucht. Wie würden sie wohl reagieren, wenn du auch plötzlich wäre Lasse in Aquium Z zickst? Aquium, das klingt so furchtbar. Das ist so ein Zungenbrecher. Ich bin mir sicher, dass weiter unten auf Route 6 eine Stadt zu sehen ist. Brrrs. Ja, warte doch. Ich muss erstmal meine Pokémon heilen. Ah. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon-Sender. Ja, mach mal bitte fit. Mach mal, Frau. Bam. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte bei Ausbau wieder. Okay. Die wohl größte und immer noch wichtigste Frage. Wie zur Hölle komme ich hier hoch? Das weiß ich immer noch nicht. Mann, ey. Na gut, dann ein andermal. Dann gehen wir wieder runter. Hier ist die Story von uns verlangt. Puh. Mogelbaum. Ich kann ja. Beutel. Wo ist denn mein Aquarium rum? Zigartenwürfel, Angel. Hier. Aquium. Einsetzen für Marikek. Ja, austauschen. So. Marikek ist jetzt schön ausgestattet. Na, ihr Lümmel? Morgen! Ah, oh. Die seltsamen Bäume haben sich direkt zu dem Dom Royal aufgemacht. Ohne anzugreifen. Das hat sie bestimmt daran erinnert, wie sie von Tracy und ihrer Z-Kraft das gemacht wurden. Ach, Tracy ist eine Frau? Ich dachte, vor uns haben sie doch von ihm oder seinem oder so vor uns geredet. Oder ist es doch eine Frau? Ich bin verwirrt. Jetzt sind sie jedenfalls weg und stehen nicht mehr jeden im Weg. Dafür kriegst du ein Geschenk von mir. Da, nimm. Oh. Vielleicht sind die Mogelbäume ja zum Dom Royal aufgebrochen, um durch mehr Training ihre Angst vor dem Wasser zu verlieren. Kennst du den Dom Royal? Das ist die Heimat des Battle Royal. Voll cool, oder? What? Das sagt mir nicht viel. Aber wir werden es sicher bald herausfinden. Route 6. Route 6, gerade Weg. Das klingt sehr gerade. Und super trankig. Super betränkt. Ich würde gerne noch ein bisschen tauschen.
Gedenkstein kommt wieder vor. Von Doppelkampf bleibt Kyoto da. Und Marikek ist eher am stärksten. Der kann ganz hinten versauern, würde ich nicht sagen. Aber sich ausruhen. So, hier war gerade irgendwie was von einem Kampf. Na du? In Alola gibt es einen einzigen, nur einen einzigen wie mich. Man nennt mich Anthony, den Knirps. Du guckst mich nicht mal an, Anthony. Anthony? Hallo? Da ist er. Woo. Huh? Knirps Anthony setzt Magby ein. Mit Magby macht das Kochen Spaß. Magby ist toll. Aber nicht so toll wie Einstein. Los, Steinwurf, zeige es ihm. Ich weiß nicht was, aber du sollst es ihm zeigen. Magby ist aber stark. Mit seinen Knubbeln auf dem Kopf. Ja. Oh, Mangunio. Nein, ich will nicht weiterkämpfen. Da-ba-da. So, ja. Steinwurf, die Sache dürfte eigentlich schon erledigt sein. Oder vielleicht zweimal, wir werden sehen. Oh, shit. Hey. Hör auf damit, blödes Mangunio. Und nochmal. Ha. Und weg ist er. Das war ein leichter Kampf. Ich frage mich, wann sich mal wieder jemand in meinem Team entwickelt. Ich warte da jetzt bei einigen drauf, dass sie sich mal entwickeln. Das ist schon ziemlich merkwürdig. Ich frage mich, wann sich Ruffles entwickelt oder Charlie oder Gwen. Ich meine, ich werde es schon rausfinden. Ich habe jetzt auch keine Lust extra deswegen nachzugucken, weil wenn ich es wüsste, würde das die Sache nicht beschleunigen. Wir gehen einfach weiter. Ah, da unten ist auf jeden Fall eine kleine Fahne. Oh, ups. Hi, ich bin Zischter und ziehe Pokémon auf. Ich weiß, das tun Zischter so. Ha? Huh? Pokémon Zischter William fordert dich heraus. Hat nur ein einziges Pokémon, im Team jedenfalls. Oh, shit, ein Mugglebäumchen. Das ist jetzt quasi ein Stein gegen Stein-Pokémon-Kampf. Das finde ich nicht cool. Ich wechsle mal. Frage ist auf was? Ach, was soll's. Komm, Marikek. Mach du das. Du bist doch so Marikek. Wegen Kek. Verstanden. Oh, fehlgeschlagen. Armes Mimikri, Bubibu. Oh, ich kann jetzt Z-Kraft einsetzen. Machen wir mal, oder? Super Wassertornado, Super Wassertornado. Wow, ich kann mich nicht entscheiden, was für eine beiden Attacken ich nehme. Aber das obere glänzt mehr, deswegen nehme ich das. Oh, jetzt geht's ab. Bachikai knippt all seine Kraft und setzt den Super Wassertornado ein. What the hell? Willst du mich verarschen? What? Was? Ich dachte, ich habe jetzt hier den krassesten Shit überhaupt eingesetzt und das überlebt einfach mit einem Lebenspunkt. So. Ich wollte erst schon sagen, ey, wie das aussieht, dass Mogelbaum das Trauma seines Lebens gerade hinter sich gehabt. Aber nein, es hat mit einem KP überlebt. Das war noch ganz wichtig. Ich bin ein Züchter und es tut mir leid, dass ich verloren habe. Braucht ihr nicht leid tun? Mir tut's leid. Nein, tut's nicht. So, was ist denn da hinten? Ach, eine... Ach nee, keine Stadt. Aber ein Item bestimmt. Oder eine Abkürzung? Ich weiß es nicht. What? Oh, ein Pampuli. Na, du Pampuli. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Pampulis sind böse und gemein. Ah.
Thema 88. Schlafrede, welches ich gerade überhaupt nicht gebrauchen kann. Aber egal. So, ist hier noch was? Ah. Hier ist wirklich noch was. Ein bisschen Bissbug und nicht gerade zu fett, um hier durchzukommen. Witzig. Ich suche einfach mal selbst ab. Ah, Superschutz. Schwied. Gleich zwei Items. Sehr nett. Okay, und jetzt hier noch das Hohlgras. Oh, ich bin nicht durchgekommen. Na gut, was gibt's für wilde Pokémon auf dieser Route? Oh, Ratfratz. Scheiß, die wandern. Ey, darauf hat die Welt gewartet. Gleich mal Steinwurf einsetzen. Oh nein, es pumpt sich auf. Oh mein Gott, guckt es euch an. Es pumpt sich auf. Oh nein. Diese dumme Hilferuf-Funktion. Oh Gott, es ist wirklich noch ein zweites gekommen. Ich weiß es nicht. Na gut, dann besiegen wir erstmal das erste und dann kümmern wir uns ums zweite. Oh, ein weibliches. Ist bestimmt deine Freundin. Jetzt. Ah, blöde Volltreffer. Wieso kommt die immer, wenn man sie nicht gebrauchen kann? Also, wenn sie eh nichts bringen. Also, ihr wisst schon. Oh, Schlatter ist Level 23. Oh mein Gott. Ja, du pumpst dich auf. Das sehen wir. Okay, nochmal Steinwurf. Go, go, go. Yay. Oh. So schnell raus hier. Okay. Oh. Oh mein Gott. Hey, du da. Ja, ich meine dich. Würdest du mir bitte kurz helfen? Die sieht ja ulkig aus. Die sieht sehr ulkig aus. Hier drüben. Yo, yo, yo. Dreh uns sich den Rücken zu. Ey, Mann, ist das nicht die von Mele Mele? Die Typen sind gemeine Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa? Habe schon mal gesehen. Nein, die sind mir unbekannt. Das ist Chris gelogen, Yu. Mein Name ist Hupu-U. Merkt euch das gefälligst. Nee, Hapu-U. Hapu-U. Hapu, Hapu, Hapu. Woher kenne ich das? Ha-puh, ha-puh, ha-puh. Wo war das? Ah, ist auch egal. Ist es in größeren Städten wie dieser etwa normal, dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen? Nicht mit mir. Los, du übernimmst den da. Was heißt hier Diebe? Wir machen nur unseren Job. Wir wurden nur nach Akala versetzt, weil uns die auf Mele Mele abserviert hat. Mhm, aber diesmal stellen wir die Sache auf den Schädel, yo. Yo. Nicht so coole Musik wie beim letzten Mal. Ich habe gerade extra gehorcht. Oh, ein Traumato. Oh, wie es mit den Fingern wackelt. Keine coole Musik. Okay. Dann setze ich einfach mal Biss ein, weil ich so frustriert bin. Los, Wuffels. Oh, das war schon fast zu einfach. Nein. Ich habe gerade gehofft, dass Giftfolge mein Pokémon nicht vergiftet. Aber ich weiß selbst nicht, wie ich auf die Idee kam, dass dies nicht der Fall sein könnte. Gut, dann nochmal Biss und die Sache ist vorbei. Ciao, ciao, Traumato. Träum süß. Ich bin fix und fertig, Bro. Oh Mann, ey, die sind solche Affen, ganz ehrlich. Oh nein. Ja, 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 ich kümmere mich schon. Ja, yeah. So. Los. Ja, freust du dich, hä? Bist du ein Böhnchen? Ja, fein. Streichen. So. Sehr süß. Mal schauen, was er zu sagen hat.
der eine oder der andere. Wenn man immer nur der Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen. Trief! Pambra! Was höre ich da? Du willst die beiden platt machen, Pambros? Nur zu, diese aufgeblasenen Typen bestehen sowieso nur aus heißer Luft. Wow. Lass uns lieber die Kurve kratzen, yo. Kein Bock, hier meinen Schädel zu riskieren. Yo. Ich sag's dir nochmal. Mein Bro redet ständig von Schädel. Von Schädeln, damit du ihn... Was? Damit du ihn dir in deinen Dickschädel einhämmerst. Okay. Merk dir gefälligst endlich, wer er ist. Findest du allein nach Hause? Ich bin froh, dass es seinen Weg allein findet. Ich bin mir nicht sicher, wie alt die ist. Ob das eine alte Omi ist, die übelst krass ist, oder ein junges Mädchen. Ich meine, in dem Spiel sehen alte Menschen nicht wirklich alt aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das da darstellt. Na gut, liebe Hapu. Du hast dem Kleinen sehr geholfen, weißt du das eigentlich? Yume, ein guter Name. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz drin. Pamporos und ich sind viel auf den Inseln unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Schließlich schulde ich dir noch was für deine Hilfe. Pamporos! Ach ja, Yume. Du solltest dich unbedingt mal am Battle Royale versuchen. Du hast auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Pamporos sieht das genauso. Gut. In Ordnung. Beeilen wir uns! Ich möchte schnell zum Dom Royal. Ja, das kannst du gerne wollen. Ich will aber erstmal ins Pokécenter. Bevor ich hier noch irgendwas mache. Da ist es schon. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Schau mal. Sweet. Aber nun gut. Schnell zum Pokécenter, bevor ich mit irgendjemandem noch rede. Das hat jetzt wirklich höchste Priorität. So. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon-Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Jupp. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen Moment kurz in meine Obhut. So. Bing, bum, balabam. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Beehre uns bald wieder. Okay, liebe Leute, das war es aber auch für die Stunde von dieser Folge. Wenn es wieder heißt, Yume Let's Play Pokémon Sonne. Bye.